Willkommen bei EQ der Herzen, dem Podcast für ein weltweites Energiefeld des Positiven. Gemeinsam richten wir den Fokus immer auf das Gute in der Welt. Hier erwarten dich inspirierende Gespräche mit Experten rund um Gesundheit, Nachhaltigkeit und Spiritualität. Lerne moderne digitale Geschäftsmodelle kennen und die Zukunft der Wohltätigkeit. Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise. Willkommen bei Mario Hintermeier. Herzlich willkommen heute einmal live aus Freiburg, aus der Praxis von Jürgen Schmidt, eine Chiropraxis. Das ist ganz was Spezielles. Die meisten Menschen kennen das überhaupt nicht, haben überhaupt noch nie davon gehört. Der Jürgen ist jetzt seit 10 Jahren hier in Freiburg, aber seine Arbeit oder seine Erfahrungen gehen schon viel weiter zurück. Und ich freue mich jetzt besonders, dass wir heute hier bei ihm im Zentrum sein können, bevor das Publikum wieder kommt, bevor es in ein paar Stunden hier wieder voll wird. Danke Jürgen, dass du mich eingeladen hast und schön, dass wir dieses Gespräch führen können. Danke lieber Mario, ganz an dich, weil auch deine Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Wir sind ja schon seit 4 Jahren hier zusammen. Das freut mich sehr und auch, dass du mir die Gelegenheit gibst, hier heute zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Ja, super. Jürgen, erklär vielleicht unseren Zuhörern oder Zusehern einfach einmal ein bisschen, was ist überhaupt Chiropraxis? Was muss man sich darunter vorstellen? Viele kennen Physiotherapie, gehen dorthin, haben andere Sachen. Aber es war auch für mich, wie wir uns kennengelernt haben, ganz neu. Und vor allem auch die kurze Zeit der jeweiligen Anwendungen war sehr faszinierend. Chiropraktik, die meisten verkennen Chiropraktik und denken, es ist eine Rücken- und Gelenk- oder Schmerztherapie. Und wir müssen da mal vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und uns die Komplexität im Ganzen mal ansehen des Menschen. Und ich weiß, viele meiner Kollegen arbeiten so, dass sie nach einigen Justierungen oder Einrenkungen, wie es auch im Volksmund heißt, wieder aufhören und sagen, komm wieder, wenn es dir wieder wehtut. Der Schmerz hingegen ist eigentlich nur ein Symptom oder eigentlich nur ein Warnruf dessen, dass irgendetwas im Körper nicht in Ordnung ist. So, und wenn wir jetzt uns zu sehr auf diesen Punkt spezialisieren oder darauf orientieren, dann finden wir selten eine Lösung, weil wir nicht genau wissen, warum ist der Schmerz da. Wir müssen uns viel mehr darum fragen, warum ist das überhaupt da, wie ist das überhaupt entstanden? Genauso wie ich mich auch immer wieder frage, warum justiere ich überhaupt? Warum mache ich die Chiropraktik? Und Chiropraktik ist als erstes mal mit der Hand getan. Es ist eine sehr sanfte Technik an der Wirbelsäule oder an Gelenken. Nichts, um den Wirbel oder das Gelenk zu lösen, sondern um Energien im Körper zu lösen, die dem Menschen im Unterbewussten im Weg stehen, dass er sich wieder komplett verbinden kann mit seinem gesamten zentralen Nervensystem. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir diese Blockaden oder diese Strukturen im Gelenk auch mit einer gewissen Intelligenz betrachten. Wir müssen erstmal sehen, braucht der Körper das in dem Moment? Ist es eine intelligente Ablösung oder intelligente Antwort des Körpers? Und das ist es immer. Und wie kann ich dem Körper eine Lösung dafür geben, dass er davon ablässt? Dass er sagt, okay, ich kann es hier entspannen, ich kann mit der Energie rausgehen und ich kann den Menschen wieder in seine Mitte hineinbringen. Und da müssen wir auch sehen, welches Fenster ist dazu möglichst zugänglich. Und da achten wir nicht auf eine Symptomatik, sondern gehen komplett davon weg, schauen den Menschen im Ganzen an, und zwar in der Funktionalität seines zentralen Nervensystems. Das ist im Prinzip eine funktionelle Neurologie, wo wir anhand von Reflexen und Tonus ein Muster oder ein Leitlinien erkennen können im Körper, worüber wir über die Lösung eines Segments oder einer Energie einen Einfluss haben im gesamten zentralen Nervensystem, das heißt, den Menschen wieder in seine Mitte zurückzuführen. Was dabei immer beteiligt ist, ist unser Gehirn. Das heißt, die Synchronisation unseres Gehirns, weil unser Gehirn das Einzige ist, was eigentlich das einzige Organ, was in der Lage ist, den ganzen Körper zu beeinflussen, zu steuern, zu heilen und zu regulieren. Viele Dinge entstehen im Körper aufgrund von Dysfunktionen, die entstehen, weil das Gehirn nicht mehr wirklich in seiner Synchronisation ist. Und wir helfen über diesen kleinen Impuls, den wir in der Wirbelsäule geben, der wirklich sanft ist, der niemals wehtun darf, der nicht immer endet mit einem Lachen des Patienten, weil das auch ein Gefühl ist von einer Befreiung, von einer, wir lösen eine Subluxation. Eine Subluxation ist nicht eine Luxation, keine Ausrenkung, Sub ist weniger. Man kann aber das auch als Sub weniger Lux Licht bezeichnen. Das heißt, wir bringen immer ein bisschen Licht in den Körper hinein. Auch da ist das Besondere, was wir machen,
Wir orientieren uns dadurch, dass wir uns nicht in der Symptomatik aufwenden, nicht an dem, was im Körper nicht funktioniert, also nicht an den Krankheiten. Wir wollen da gar nicht viel mehr Energien hineingeben, uns darauf fokussieren, sonst helfen wir nur den Menschen dabei, ihr Problem zu pflegen. Sondern wir wollen dahin gehen, das aktivieren, was schon gut ist im Körper und das noch besser machen, noch aktiver machen. Denn im Endeffekt müssen wir uns vorstellen, was heilt den Körper eigentlich? Der Körper ist nicht selbst heilend. Die Intelligenz im Körper heilt den Körper. Und das ist das, was wir aktivieren, wenn wir das Gehirn mit in die Verantwortung wieder mit hineinnehmen und dann den Körper wieder verbinden und Heilung wieder stattfinden kann. Und was dabei noch eine ganz große Rolle spielt, ist, wie sehen wir denn eigentlich unseren Körper selber? Wie ist eigentlich unsere Freundschaft zu unserem Körper? Und bei vielen Menschen, die hier in die Praxis reinkommen, ist die nicht mehr gegeben, weil man seinem Körper gar nicht mehr vertraut. Weil hier eine Baustelle ist, dort eine Baustelle, hier ist etwas und dort ist etwas. Und wir finden eigentlich keinen Zugang mehr dazu. Wir werden älter und immer kränker und finden uns schon fast damit ab. Und plötzlich erleben die, dass sie über die Justierung, die wir geben, eine ganz andere Wahrnehmung bekommen. Warum ist das so? Weil das Gehirn mit der Außenwelt ja verbunden ist und das über das zentrale Nervensystem wieder. Unsere Sinnesorgane sind davon abhängig. Unsere Sinne zeigen uns eigentlich, wie wir uns verhalten. Und das zeigt uns im Endeffekt auch, wie wir in diese Dysfunktion hineingekommen sind. Nicht wenige Patienten von mir sagen nach einigen Justierungen, wenn sie in einem anderen Energielevel gekommen sind, in eine andere Stimmung hineingekommen sind, besser schlafen können, dass sie plötzlich ihren ganzen Alltag anders reflektieren können. Das heißt, dass sie gewisse Dinge anders regulieren können. Es liegt vor allem daran, dass wir den präfrontalen Kortex im Gehirn aktivieren und ihnen da Möglichkeiten geben, Dinge besser zu strukturieren, zu planen und Dinge ganz anders betrachten zu können, spiegeln zu können. Unser limbisches System, wo die ganze Gefühlswelt dran ist, ganz anders betrachten können, Dinge plötzlich loslassen können, sagen, das brauche ich in meinem Leben nicht mehr. Oder andere Dinge, wo sie verbrennen, sagen, das ist meine Leidenschaft, da möchte ich hin, das möchte ich aufbauen. Das heißt, hier geht es um Expansion und Aufbauen, nicht wie bei vielen anderen, das ist schon Medizin, das darfst du nicht mehr machen, das sollst du nicht mehr machen, das ist nicht gut für dich. Und dann sehen wir eben Menschen wieder von innen heraus wieder aufrichten und sich verändern. Und Veränderungen, das kann auf unterschiedlichste Art und Weise sein. Wir haben Kinder mit Skoliosen, die sich wieder aufrichten. Und Kinder mit Skoliosen sind auch junge, sensible Mädchen, die auch emotional eine Komponente haben, die dann in diese Skoliose hineingeht. Und wenn sich die Skoliose bei diesen Kindern verändert ist, weil sie sich emotional verändern, weil sie in ihrem Bewusstsein wieder bewusst werden, selbstbewusst werden und dabei die Aufrichtung bekommen, weil sie sich plötzlich ganz anders ihrer Realität stellen können, ihre Wünsche klarer äußern können, klarer Nein sagen können, sich positionieren können. Und gerade bei Kindern, Kinder sind mir besonders wichtig, weil da möchte ich, dass die später mal das machen dürfen, wofür sie brennen und nicht das, was für sie übrig bleibt. Das ist der Hauptargument eigentlich der Chiropraktik. Und bei Kindern, ab wann fängst du da an zum Arbeiten? Und eigentlich fangen wir bei den Kindern an, bevor sie gezeugt worden sind. Das ist unser, weil wir sehen hauptsächlich Familien hier. Und wir erleben, dass Frauen, die viel mehr empfänglich werden, wenn ihr Nervensystem, wenn ihr ganzes Hormonsystem wieder in einem ausgeglichenen Zustand sind, nicht wenige, die mit Kinderwunsch herkommen, sie nach einigen Wochen sagen zu mir, hey Junge, ich bin schwanger. Und dann ändern wir das Konzept komplett und haben eine ganz spezielle Behandlungsform für Schwangere und begleiten sie dadurch, auch dahingehend, dass erstmal die Schwangere sich auf die Geburt bestmöglichst vorbereiten kann, das Becken, Kreuzbein, Lendenwirbelsäule, aber auch der ganze psychische Einfluss, die mentalen Strukturen richtig auf den Geburtsplan, dass man sich freut, in die natürliche Geburt hineinzugehen. Und wenn die Kinder dann sich entwickeln im Bauch, brauchen sie Bewegung, denn Bewegung ist Gehirnstimulation. Und dann kommen die Kinder auch, wenn sie viel Bewegung haben, mit viel mehr Hirnreife auf die Welt. Und das ist mir auch ein großes Anliegen, hier Schwangere zu begleiten, denn wir können auch in Notsituationen, ich sehe auch Schwangere, die kommen her mit Beckenendlagen und Kind, denn da gibt es wunderbare sanfte Techniken, dass die Kinder sich drehen. Ich habe ja einige Kinder schon drehen können im Mutterleib und dass die Kinder optimierter oder optimaler in die Geburt hineinkommen konnten. Und dann natürlich, mit dir deine Frage zurückzukommen, am ersten Tag, beste Zeitpunkt, um einen Menschen anfangen zu justieren. Es gibt zwei beste Zeitpunkte. Der erste ist nach der Geburt und der zweite ist jetzt, das Nervensystem zu checken. Und das machen wir nach der Geburt immer.
Das ist auch sogar was, was wir den unseren Patientinnen auch schenken, die erste Geburt, also nicht die erste Justierung des Neugeborenen. Das ist immer ein wunderbarer Augenblick. Und dann begleiten wir die Kinder von hingehen, wissen, wie sind die Reflexe, wie sind die Entwicklungen. Und es geht immer darum, wie entwickelt sich das Gehirn, welche Areale sind besonders wichtig. Im ersten Lebensjahr ist es, dass die Kinder sich der Gravitation ausrichten müssen, ihre primitiven Reflexe verlieren. Danach ist es wichtig, einen eigenen Willen zu bekommen und sich entsprechend auszudrücken. Und wenn wir das nicht schön begleiten, dann sehen wir eben Kinder später nachher mit Dysfunktionen wie Lese-, Rechtschreib-, Sprechen oder auch oder Verhaltensauffälligkeiten. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel auch hier beeinflussen können, weil diese ganze Gehirnfunktion, Spiegelung, wie wir uns im Raum verhalten, wie wir auch studieren können, wie wir schreiben können. Wir sehen teilweise Kinder, die nicht dreidimensional Dinge ansehen können, in einem Zeitraum, wo sie schon schulpflichtig sind, eigentlich, wo das eigentlich schon längst sein müsste, die nicht Farben mit Farben zeichnen oder die mit einer zweiten Schulklasse den Stift immer noch so halten. Und das sind motorische Dinge, die wir beeinflussen können über die Justierung, die Entwicklung der Kinder oder auch in Reflexe sich integrieren müssen. Jeder, es geht alles über die Hirnreife und das ist das, was wir hauptsächlich stimulieren hier. Das ist eine wunderbare Arbeit mit Kindern, auch mit Studenten später, wenn die danach auch sagen, oh, ich kann nicht kommen, ich habe so viele Klausuren jetzt zu schreiben, dann sage ich, genau, dann ist der beste Zeitpunkt, mal den Kopf frei zu kriegen und die Energien zu lösen, die du in dem Moment einfach in deinem Stress so aufbaust, dass denen du dich nicht mehr anpassen kannst. Und dann hast du den Kopf wieder frei und dann kannst du wieder weiter studieren. Ja. Wenn ich zu dir komme, oder zum Beispiel mit meinem oder nach meinem Unfall, das war ja bei mir eine Situation, wo ich mir den Fuß gebrochen habe und dann neun Schrauben und ich wollte aber wieder Skifahren, das sollte wieder funktionieren. Da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass viele Leute, die du als Patienten hast, eigentlich auch noch irgendwelchen Unfällen kommen, um da wieder mobiler zu werden. Ja, ich würde sagen, 90% der Patienten kommen eigentlich aufgrund von Schmerzen und Dysfunktionen, die sie nicht mehr wirklich gelöst bekommen. Die waren dann bei Physiotherapeuten, bei Osteopathen, bei Orthopäden, bei unterschiedlichsten Bereichen und kommen nicht mehr weiter, weil eben zu sehr auf diese einzelne Struktur gesehen wird. Und wir gucken daran nach, wieso kann dieses Gelenk sich nicht mehr normalisieren? Wieso kommt da nicht mehr die Verbindung hinein? Wieso kann der Muskeltonus sich nicht öffnen? Und das hängt damit zusammen, wie das Nervensystem mit der ganzen Struktur verbunden ist. Und das sind Dinge, die wir hier beeinflussen. Plötzlich gehen die Gelenke auf, plötzlich kommen wieder Durchblutungen hinein und Heilung fängt an. Und Heilung bedeutet nicht immer, dass gleich alles ganz toll ist. Heilung bedeutet manchmal auch, dass erst eine Entzündung stattfinden kann. Dass auch wir haben auch Menschen, wo die Haut reagiert, wo die Fieber bekommen. Viele Kinder kriegen am Anfang erstmal Fieber, weil sie einem chemischen Stress immer unterliegen, den sie sich nicht mehr anpassen können oder der Körper sich nicht mehr richtig anpassen kann. Und im Prinzip ist es so, wenn ich justiere, sehe ich immer nur eine Baustelle. Und das ist das Nervensystem. Und was sich dann zwischen deinem Fuß, mit dem du gekommen bist, und der hängt ja auch am Kopf dran, nur zwischen Kopf und Fuß hängt ja noch so viel mehr. Das heißt, manche Menschen kommen dann und sagen, ja Mensch, mein Fuß, der braucht wirklich noch Heilungszeit. Aber weißt du was, ich kann besser schlafen, ich habe bessere Energie. Und meine Stimmung ist so viel besser. Und übrigens habe ich dir gar nicht erzählt, ich habe immer die Allergie gehabt und hieß es auch nicht wieder. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert eigentlich in der Chiropraktik ist, dass wir ohne jegliche Absicht in eine Justierung hineingehen. Ich habe nicht vor, deinen Fuß zu heilen, sondern ich möchte dich in deine Mitte finden oder bringen, dass du in der Lage bist, dich aus deinem eigenen natürlichen Potenzial wieder vollständig zu entfalten. Wo der Körper da anfängt, keine Ahnung. Und das ist so spannend, mit jedem Menschen hier neu anzufangen. Und dann auch ist es so, ja, dass Chiropraktik ist nicht alleine, was hilft. Wir haben so viele Säulen, so viele Säulen der Gesundheit. Und ich motiviere jeden, den Ball mit aufzunehmen, etwas zu tun. Wenn es nur ganz kleine Dinge sind, die verändert werden und die aufzunehmen und zu machen. Und da haben wir auch wir haben Leitlinien hier, die ich einmal nach einem genialen Autor, Mark Allen, hier für mich entwickelt habe. Der so schön gesagt hat, alles, was wir machen, soll möglichst leicht und einfach sein. Das ist bei mir eine Justierung, möchte ich. Leicht und einfach. Immer in einer Physiologie des Menschen. Soll immer mit einer gesunden und positiven Energie verbunden sein. Ich möchte mich nicht abfinden mit irgendwas, was negativ ist. Ich will dem keine Energie geben. Ich will das positiv unterstützen.
Und es muss sich alles in einem zeitlichen Rahmen ablaufen lassen können, der genau richtig für dich ist. Nicht richtig für mich, sondern muss richtig für dich sein. Du musst dich hier weiterentwickeln können. Und es muss immer zum Wohl für alle sein. Nicht nur für mich und dich, sondern auch für deine Familie, für dein Umfeld. Und dann kommen immer gute Ergebnisse daraus. Und jeder Mensch so im Prinzip seine Absichten oder seine Intentionen im Leben angehen würde, immer leicht und einfach gesund und positiv in seinem zeitlichen Ablauf, wo ich es dann nicht brauchen muss, und noch Zeit gibt, nichts zu erzwingen und immer zum Wohle für alle zu sein, hätten wir, glaube ich, eine ganz andere Lebensqualität. Und das ist auch ein Stück weit, was wir hier machen. Ich glaube, wir verändern hier die Welt mit dem, was wir machen, mit jedem einzelnen Menschen, dem wir ein Stück weit die Möglichkeit geben, sein Leben anders zu betrachten und sich zu entwickeln, der einen Einfluss hat auf weitere Menschen drumherum. Und das war, glaube ich, der Grund, warum wir hier so unglaublich viele Familien haben, weil man kann es nicht lange zurückhalten, was eigentlich hier passiert. Und es kommen teilweise Kinder, die dann sagen, was hast du mit dem Papa gemacht? Der kommt jetzt gar nicht mehr müde von der Arbeit zurück, der spielt mit uns und der ist so gut gelaunt. Und das ist das, was für mich eigentlich Jo-Party auszeichnet und wo wir ein kleines Stück vielleicht die Welt hier mit verändern. Bei mir hat es ja auch eine Zeit gedauert, bis ich dann meine Frau davon überzeugen habe können, doch einmal mitzugehen, weil sie hat immer ein bisschen Angst gehabt vor dem Knacksen und vor dem, was halt gemacht wird. Und mittlerweile ist sie froh, dass sie da ist bei dir, denn sie merkt halt jetzt auch langsam, dass sie gewisse Dinge einfach ins Positive verändern. Also so langsam sind es oft Sachen, die da gar nicht so auffallen, aber so, okay, das habe ich früher öfter gehabt, jetzt ist es halt einfach nicht mehr da. Das ist so. Viele haben am Anfang so einen Respekt und so eine Angst vor der Chiropraktik, weil sie eben manchmal sogar negative Erfahrungen haben oder man es nur einmal bei, im Internet nach Chiropraktik suchen, dann ist man schon tot, wenn man es durchgelesen hat. Und das ist etwas, was hier überhaupt nicht stattfindet. Es hat nichts zu tun mit Einrenkung, nichts mit, wir vergewaltigen hier keine Wirbelsäule, ganz im Gegenteil. Einer meiner größten Mentoren ist Arno Bonnier, viele Seminare bei ihm besucht und überhaupt weltweit war ich bei vielen, vielen Mastern, um das zu können, was ich überhaupt kann. Und ich bin immer noch, fühle mich immer noch als Student. Nur Arno Bonnier hat das vor vielen Jahren mir so eröffnet mit seinem Programm, das nennt sich MLS. MLS ist die Abkürzung für Make Love to the Spine oder Mastery Love Service. Make Love to the Spine bedeutet nichts anderes, als dass man wirklich eine Justierung mit diesem Menschen macht. Dass man wirklich abwartet, wann darf ich denn überhaupt, muss ich überhaupt da justieren, darf ich denn schon so justieren, ist es der richtige Zeitpunkt, dass ich überhaupt hinein darf. Wenn da die kleinste Abwehrhaltung des Menschen kommt, das ist nonverbal, das erlebst du ja selber bei den Justierungen, dann gehe ich wieder raus, dann ist es nicht der Punkt. Und das ist eben der Unterschied zu einer Manipulation, wo jemand dann ohne Rücksicht auf Verluste einfach da durchzieht. Und das ist dann, wo derjenige sagt, boah, nee, nicht wieder. Und das war einmal, das brauche ich nicht mehr. Jede Justierung, die ich hier mache, ist in Konkurrenz mit der Physiologie des Menschen, mit dem, etwas Schönes in das Nervensystem hineinzubringen. Das Nervensystem ist so sensibel, dass es da ganz klar unterscheiden kann im Unterbewusstsein, ist es jetzt ein Angriff gewesen, den ich danach zumachen muss, oder ist es etwas, wow, das ist schön. Und das ist das Lachen, was ich von den Menschen hier auch bekomme, oder von den Babys, wenn ich sie anfasse, wo die Eltern sagen, boah, ich habe den noch nie so lachen gesehen. Und ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich mache, aber das ist schön. Es scheint ihm gut zu tun. Und das ist das, wo es uns hinführt, in den Menschen da zu berühren, nicht wo er sich wünscht, sondern wo er es am meisten braucht. Und dann kommen die größten Veränderungen, weil wir das Unterbewusstsein hier beeinflussen. Und das wird dann bewusst und fängt plötzlich an, einen Weg zu gehen, der in mehr Leidenschaft, mehr Schönheit, in mehr Aufgeschlossenheit hineinführt, in mehr Frieden, mehr Liebe. Man spürt es ja, wenn man da ist und wenn du deine Patienten behandelst, jeder bedankt sich dann eigentlich nur mit einer Umarmung oder du spürst einfach die Freude und die Energie und er freut sich schon wieder, wann das nächste Mal kommen kann. Ja. Das spürt man, das ist jetzt in einer normalen Praxis, läuft das ja ganz anders ab. Das letzte Mal habe ich dann gesprochen, der ist gewachsen, hat er gesagt, nach der Therapie. Ja. Denn der Rekord liegt hier bei 6 cm, weil er seinen Ausweis noch verändern muss. Warum ist das so? Er wächst nicht, weil ich ihn auseinanderziehe, sondern weil sich Kontraktionen in ihm lösen und die Wirbelsäule sich aufrichtet und er das erste Mal in seinem Leben vielleicht wirklich aufrecht steht. Denn viele Dysfunktionen gehen wie ein roter Faden bis in die Kindheit zurück. Das ist nicht etwas, was aus der Hecke anspringt. Vieles ist ein Prozess, was sich über viele Jahre eigentlich praktisch aufbaut und dann im Endeffekt zu größten Komplikationen im ganzen Körper führt.
Und das wieder zu befreien, ist manchmal wie wenn man den Korken aus einer Sektflasche zieht. Und dann geht es auf. Und dann hat man eine Reaktion wie: Jürgen, ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast, aber ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Ja, und im Moment, ich merke, Menschen fangen plötzlich an, ihr Leben zu verändern, ihr Selbstbewusstsein das in die Hand zu nehmen. Und wir sind jetzt im kleinen Raum, das ist ja Kinderliege. Ja. Und da haben wir eine normale Behandlungsliege. Im anderen großen Raum arbeitest du ja mit 5 Ja. Patienten praktisch irgendwie parallel fast, oder? Genau, das ist die schönste Art und Form zu arbeiten. Viele Patienten sind am Anfang so ein bisschen, was macht er da? So 5 liegen aneinander. Und das ist in der Tat die schönste Zeit überhaupt, weil es ist der entspannteste Warteraum, den man hier in der Region vielleicht finden kann. Man kommt rein, es läuft leichte Musik, du legst dich hin und entspannst dich. Ja, es sind 5 Liegen, es sind voll. Und du entspannst dich und ich komme nicht hin. Fangen nicht im Liegen, brauchen gar nicht viel zu reden, denn die Symptomatik lenkt mich sowieso nur ab vom Wesentlichen. Das heißt, ich brauche nicht wirklich wissen, was passiert ist, es sei denn, es ist wirklich was Akutes passiert. Und dann fasse ich an und ich spüre die Energie, die der Patient dann nicht entspannen kann. Also er entspannt sich, aber es gibt Dinge, die kann er nicht entspannen und das brauche ich. So, und dann gehe ich und justiere. Dann löse ich das schon. Und dann lasse ich das integrieren. Dann lasse ich mir erstmal in Ruhe. Ich lasse das integrieren, lasse den Körper arbeiten, die Intelligenz im Körper ein. Und dann gehe ich weiter zum nächsten. Und das Schöne daran ist, dieser Mensch liegt bei mir, ist bei mir im Raum. Er ist nicht im Raum nebendran, wo er sich fragt, kommt er jetzt irgendwann wieder oder wie lange dauert es noch, sondern er ist bei mir. Ich kann auf Reaktionen eingehen, er ist bei mir. Ich gehe zum nächsten, ich bin 100% beim nächsten, justiere den. Gehe wieder zurück. Schau, darf ich da noch was weitermachen? Ist es ausreichend, was wir heute verändert haben? Und wenn es ausreichend ist, finde ich wunderbar, schön. Jetzt geh raus, geh laufen, weil Chiropraktik ist keine Therapie. Wir sagen, geh raus, trink von unserem leckeren gefilterten Wasser oder so einem griechischen Bergtee, der das neurologische System nochmal reinigt. Trink das und geh raus und geh laufen. Weil Laufen ist einer der komplexesten Bewegungen, die wir überhaupt machen können. Und das Gehirn fängt an zu integrieren mit diesen Impulsen, die kommen, sich zu normalisieren und sich aufzubauen. Nicht wenige Menschen sagen das nächste Mal, sie kommen, ich habe andere Farben gesehen, ich habe Dinge wahrgenommen, ich habe den Wind ganz anders gespürt, ich habe meine Füße auf dem Boden anders wahrgenommen. Und damit fängt es an zu verändern. Und jeder in dem Raum drin, um auf die 5 Liegen zurückzukommen, hat seinen zeitlichen Raum, den er braucht. Ich habe manche Menschen, die sind 20 Minuten oder eine halbe Stunde drin, weil sie am Integrieren sind, am Integrieren sind, am Integrieren sind. Die haben die Zeit bei mir. Sie blockieren keinen Raum, wo ich sage, hey, ich müsste jetzt weiter, komm raus. Alles schon erlebt mit Patienten, die rausgeschmissen worden sind, nachdem sie einen Emotional Release bekommen haben aus anderen Praxen, die weinen. Ich habe, das kommt öfters mal vor, dass Menschen anfangen zu weinen. Und dann muss man sie begleiten, muss für sie da sein, muss sie in den Raum geben. Und das ist das, was wir hier machen. Und ich habe da Patienten erlebt, die wurden, wie gesagt, schon rausgeschmissen. Wir brauchen den Raum jetzt, du musst raus. Und dann hat mir gesagt, er ist dann 2 Stunden weinend im Treppenhaus gesessen. Und das ist für mich eine Misshandlung. Und das findet hier nie statt. Das ist, wir haben immer eine ganz entspannte Atmosphäre. Jeder kriegt seinen Raum, seine Zeit, seine Zuwendung, seine Liebe, die er braucht. Und am Schluss auch eine liebevolle Umarmung. Das gehört für mich mit dazu. Das ist ein Energieausgleich. Und manchmal ist die Umarmung sogar fast wichtiger wie die Investierung. Wie gewinnst denn du deine Patienten, Kunden, Klienten? Ich weiß nicht, wie sagt man bei euch Patienten? Patienten, ja. Oder Klienten oder Kunden. Ja. Ich sind es keine Patienten, weil viele sind so lange da, die sind ja nicht mehr, weil Patient sagt man eher, das sind ja Menschen, die Schmerzen haben, ja, und Funktionsstörungen. Und viele bleiben ja bei uns, weil es ihnen gut geht und weil sie merken, sie können ihr Leben ganz anders planen. Sie brauchen keine anderen Therapien mehr, keine Medikamente mehr oder keine anderen Eingriffe, keine Operationen. Sie sagen, wow, ich mache das mein Leben lang. Und dann kommen sie in ihrem Rhythmus ein Leben lang. Mein Rhythmus immer, ich möchte am liebsten spätestens alle 2 Wochen möchte ich meine Justierung haben. Ich habe zum Glück meine guten Kollegen um mich herum und wir tun uns gegenseitig justieren und sind für uns da. Weil viele sind ja immer für uns, begleiten wir ein Leben lang. Und deswegen sind sie ja nicht keine Patienten, sondern ja, Kunden. Und wie bekomme ich sie? Das ist eine reine Empfehlungspraxis. Ich habe noch nicht mal eine Webseite, noch nicht. Irgendwann muss ich jetzt mal eine haben, wo ich meinen Podcast anfangen möchte. Aber ich habe es in 10 Jahren noch nicht geschafft, eine zu machen. Und wir brauchen eigentlich auch keine, weil wir, die Patienten generieren sich selber über Mund zu Mund und über die Familien. Wir sehen, wie gesagt, wir sagen 80% Familien hier und nur 20% eigentlich Einzelpersonen. Es ist immer jemand mit dabei, Oma, Opa, Kinder, Enkel und. Das ist eine ganz lustige Atmosphäre. Manchmal ist dieser Raum in den 5 Liegen mit einer kompletten Familie eigentlich gefüllt.
Und sag mir mal, welcher Therapeut das machen kann. Ja. Ja, erstmal eine ganze Familie abrufen. Das heißt, du musst spezialisiert sein auf Säuglinge, auf Schwangerschaft, auf alte Menschen, auf Leistungssportler, auf Studenten, auf Kinder, die in der Schule auffällig sind und, und. Und wir können das. Ich habe viel, viel Ausbildung in allen Bereichen gehabt und mit den besten Chiropraktoren der Welt gelernt, von ihnen gelernt, mit ihnen gelernt. Und bin ja dankbar, dass ich das hier so schön anwenden kann und dass es so wertgeschätzt wird. Von der Ausbildung muss man da spezielles Talent schon mitbringen, kann das jeder lernen, weil da ist ja sehr viel Gefühl und sehr viel Spüren drinnen im Ganzen. Ich glaube, was du mitbringen musst, ist eine gewisse vitalistische Ader. Das heißt, dass du weg bist von diesem mechanistischen Gedanken, dass ein Schmerz nur aus einem Gelenk kommen kann und dass sich dieses Gelenk behandeln muss und damit dieser Schmerz weggeht. Wenn man in diesem Mindset drin ist, ist man sehr mechanistisch und dann ist es bleibt einem diese Welt verschlossen, weil für die meisten ist es dann zu mystisch, zu unverständlich. Und das erlebe ich sogar von guten Therapeuten, die sagen, das kann ich mir nicht mehr erklären, was da passiert. Und davon muss man vielleicht auch komplett weg. Und auch von meinen Patienten, auch die zu mir kommen, ist es so, dass ich oft gerne eine Frage stelle. Und das kann man auch, wie gesagt, gleichzeitig den Schubfaktoren stellen, die das gerne lernen möchten. Kannst du dir vorstellen, dass das Kopf und Fuß zusammenhängen, dass wir nicht aus verschiedenen Einzelteilen bestehen, sondern dass alles miteinander connected ist? Und die zweite Frage ist, kannst du dir vorstellen, dass wir Teil der Natur sind? Ja, wir müssen uns behandeln wie ein Teil der Natur und nicht mehr etwas Künstliches. Und die Natur, die kannst du sowieso nicht therapieren. Die musst du einfach einen Raum geben, damit sie sich wieder entwickeln kann, damit sie wieder zu sich zurückfindet und wachsen kann. Und das ist das, was wir machen. Du musst auch einen zeitlichen Raum geben. Du kannst nicht erwarten, dass etwas so passiert, sondern du musst ein Fundament schaffen, um etwas aufzubauen. Da darfst du nicht zu früh aufhören. Ja, du kannst nicht einen Tomatensamen, der die Intelligenz hat, eine Tomate zu werden, nicht in eine verbrannte Erde setzen, sondern du musst ihm einen Raum schaffen mit Feuchtigkeit, mit Licht, mit Zuwendung. Und dann weißt du genau, irgendwann hast du deine Tomate. Und genauso ist es mit uns Menschen. Ja, und dann ist es auch so, dass wir uns auch im Klaren sein müssen, dass der Mensch eine Intelligenz hat, dass wir das intelligenteste Wesen sind auf diesem Planeten. Und das bedeutet, dass wir da auch Dinge, die im Körper, die wir nicht wollen, nicht gerne haben, ihnen trotzdem eine Intelligenz zusprechen müssen. Und sagen, das ist jetzt da, weil du es brauchst. Und um das zu helfen, müssen wir eine andere Intelligenz, das da wieder mit connecten, dass es wieder weggehen darf von allein, weil die Intelligenz heilt. Dessen müssen wir klar sein, wir sind nicht die Heilenden. Der Mensch heilt. Der Mensch ist das komplette Krankenhaus. Wir haben alle Spezialisten in uns, die wir brauchen, um zu heilen. Wir brauchen nichts von außen. Ja, und das andere ist auch, welche Freundschaft haben wir eigentlich zu unserem Körper? Haben wir eine gute Beziehung zu unserem Körper oder nicht? Ja, geht es um Selbstliebe, oder? Selbstliebe, Wo ja. viele Leute so Genau. ein Problem haben, wo sie immer davon sprechen, man muss alles lieben und die ganze Welt lieben, aber sich selber hassen sie dann. Ähnlich. Und da musst du eben auch darüber entwickelt sich, da musst du ein gesundes Ego haben. Das bedeutet, dass du nicht derjenige bist, der heilt, dass du dich zurücknimmst und dem Wunder des Menschen zuschaust, dem Wunder der Natur, wie es sich entwickelt, wie es aufblühen kann. Wenn du die Eigenschaften hast, auch als Therapeut, hey, herzlich willkommen in der Welt der vitalistischen Chiropraktik, in dem, was wir diese Dinge hier nicht nur per Zufall machen, sondern wirklich systematisch. Wir können es mit jedem Menschen können wir hier so begleiten, dass er in einen Bereich hineinkommt, wo er Veränderungen in seinem Körper stattfinden, nicht nur in dem Bereich, wo es wehtut. Und das ist, wir folgen hier Naturgesetzen. Wer das als Gefühl in sich trägt, man muss noch nicht mehr etwas wissen, aber wenn das Gefühl hat, ja, das ist was für mich, ich mache das entweder als Chiropraktor oder komme als Patient, das Neue sagt, das ist irgendwo, spiegelt sich das in meinem Leben wieder, ich habe da so einen roten Faden, den ich hier erkenne. Und deswegen habe ich ja auch, für alle meine Patienten, die hier kommen, habe ich ein sogenanntes Vorbehandlungsgespräch. Das heißt, es geht so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, wo ich genau sage, was wir hier machen, was wir nicht machen, was du erwarten kannst, was du nicht erwarten kannst. Dass wir so ehrlich wie möglich sind zu Beginn und den Menschen auch vorbereiten, was hier eigentlich passiert, wie wir hier Transformation erreichen können und wesentlich mehr als viele erwarten können. Ja, oder erwarten meist, wenn sie herkommen, denken sie, wow, ist da hinten dran. Und nicht wenige sagen mir am Schluss, ich bin eigentlich ganz froh meines Schmerzes oder meiner Symptomatik,
dass sie mich hierher gefunden hat, weil es mein Leben dann so eine massive Weise bereichert hat, die ich mir nie vorgeahnt hätte. Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, diese Ausbildung zu finden? Tatsächlich über selber eigene körperliche Probleme, die sehr, sehr groß waren. Ich war Physiotherapeut davor und ich habe selber körperliche so große Probleme gehabt in meinem Übergang zwischen Hals- und Brustwirbelsäule, wo ich das Gefühl hatte, es würde ein Messer dauerhaft drinstecken. Und mir ging es viel schlechter als vielen meiner Patienten. Das war das eine. Ich habe für mich keine Hilfe gefunden, selbst von den besten Physiotherapeuten. Ich habe gesagt, bitte, bitte, pass mich einfach nicht mehr an, es wird nur noch schlimmer. Und ich bin damals raus und bin dann aus der Physiotherapie, hat eine Firma gegründet für Medizinprodukte, hat Magnetfeldtherapiegeräte produziert und entwickelt, ähnlich wie du damals. Wir haben sogar auf gleichen Messen waren wir damals, ohne uns damals gekannt zu haben. Und darüber habe ich dann, über einen Heilpraktiker, der zu uns kam, ein Produkt, was gekauft hat, der hat einen Chiropraktor dabei gehabt. Das war in Hamburg, ich habe damals in Hamburg gelebt. Und der hat mich justiert. Und das war in dem Moment, wo ich dachte, wow, okay, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich da berührt worden bin, wo ich es mir schon immer gewünscht habe. Und dass er das etwas in mir entwickelt hat. Das hat mich nicht so gesund gemacht, es hat mir eine Idee gegeben. Und es hat mich viele Jahre gekostet oder gebraucht, um das alles zu verstehen, um einzelne mechanistische Gedanken loszulassen, die vitalistische Welt zu entdecken und dann von Seminar zu Seminar das Analytische wegzulassen, mehr in dieses ganzheitliche, holistische, naturelle hineinzukommen, dem dann zu folgen. Ich habe dann in Deutschland alle möglichen Ausbildungsseminare vollzogen. Teilweise war ich fast jedes Wochenende auf einem Seminar unterwegs. Bis ich dann Chiropraktik schlussendlich studieren konnte in Hamburg am Campus, darüber dann die internationale Welt kennenlernen durfte, mit den ganzen Maßnahmen der Chiropraktik, wo ich gesagt habe, wow, so wie der justiert, wie der Mensch reagiert, den er gerade jetzt justiert hat, das ist das, was ich lernen möchte. Und diesen Menschen bin ich strikt gefolgt. Und dann nochmal, um seine Frage zu beantworten, am Anfang kann jeder Chiropraktik werden, ja, jeder, der das Herz dafür hat, kann das werden, weil wenn du dann musst dem folgen, musst dabei bleiben, dann hast du irgendwann die Fähigkeiten, das umzusetzen. Dann einfach viele Jahre, oder die dann zu dem machen, oder genau. Wie überall. Viele Jahre Erfahrung, immer offen zu sein, immer wissbegierig zu sein, immer weiter studieren, immer sich selbst in Frage stellen, immer fragen, warum mache ich das? Und dann haben wir irgendwann diese Ergebnisse, die wir jetzt gerade haben, ich bin unglaublich dankbar. Und die ganze Welt verändert sich momentan, die Schwingung auf der Welt verändert sich. Oder? Wir gehen ja in eine ganz neue Zeit rein, energetisch gesehen. Merkst du das auch bei den Behandlungen, dass sie da generell auf der Welt Energien verändern oder spürt man das so nicht direkt? Absolut, absolut. Wir haben in den letzten Jahren hier, jeder war auf seine Art und Weise sehr gefordert. Und wir haben gemerkt, dass wir gerade in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, hier wirklich eine Oase waren für Menschen, die hier durchatmen konnten, die Liebe erfahren haben, die Zuwendung erfahren haben, die Möglichkeiten hatten, wieder in ihre Mitte zu kommen. Und es geht ja um Anpassungsfähigkeit hier und vor allem Anpassungsfähigkeit an Stress. Stress ist ja nie das Problem, sondern unsere Art und Weise, wie können wir das kontrollieren. Und so wie wir momentan medial oder überhaupt über andere Strukturen unter Druck gesetzt werden, wie wir uns zu verhalten haben oder uns zu verändern haben, in dieser energetischen Welt da draußen praktisch so manipuliert werden, dass wir uns selbst gar nicht mehr wirklich entscheiden können, wie wir das gar nicht gerne, eigentlich wie wir das gewohnt waren, wie das eigentlich wie unser Naturell ist. Und das diesen Menschen zu helfen, dieses Naturell wieder herauszufinden, ohne hier irgendwelche politischen Themen in die Praxis hineinzubringen. Das machen wir überhaupt nicht draußen. Das blieb in den ganzen Jahren draußen. Da habe ich kein Ohr für und kein Wort für. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber diese energetische Welt, wie sie sich momentan entwickelt, dazu muss ich auch sagen, ich sehe die durchaus sehr, sehr positiv. Denn was wir jetzt auch erfahren, ist, dass wir eine ganz große Zuwendung finden in die Spiritualität. Viele Menschen wollen jetzt meditieren. Gehen mehr in die Natur, sehen mehr Verbindung zu den Menschen im Ganzen, im Holistischen. Ich mache seit 2 Jahren sehr viel schamanische Arbeit, weil wir eben jetzt mittlerweile nicht nur über gute Technik in die Justierung hineingehen, sondern auch in der Gefühlswelt, mit dem, wie ist der Mensch aufgebaut, welche Energien hat, ist er mehr Wind, ist er mehr Feuer, ist er mehr Erde, ist er mehr Wasser, wie kann ich das aufnehmen in dem Bereich der Justierung?
Und um das zu sehen in den Menschen, muss ich es dann selber in mir wahrnehmen. Das heißt, ich muss das Ganze erstmal in mir fühlen, damit ich das auch wirklich transformieren kann. Und ich merke, dass immer mehr Menschen auf diesen Zug aufspringen und sagen, ich will mehr wissen über die Natur, ich will mehr wissen über mich, ich will mich besser kennenlernen, mich besser positionieren. Und dabei habe ich das gute Gefühl, dass wir eine ganz liebevolle Welt da aufbauen werden. Und wenn wir vorher gesprochen haben, dass du ja selbst auch in deinem Umfeld immer wieder Leute hast, die dir helfen. Und nehmen wir mal an, uns hören jetzt da Menschen zu, die vielleicht irgendwo in der Schweiz, in Österreich, in Norddeutschland oder in anderen Ländern sind, die nicht regelmäßig herkommen können, weil es einfach dann doch zu weit ist. Gibt es da irgendwelche Netzwerke, wo man dann die Besten rausfiltern kann, wo man die findet, oder ist das alles mehr Empfehlung? Natürlich versuche ich immer, die zu empfehlen, die ich auch kenne. Wir haben ein weltweites Netzwerk mittlerweile. Wir sehen uns ja auf vielen Kongressen. Zweimal im Jahr in Malaga zum Beispiel ist einer der größten vitalistischen Chiropraktik-Kongresse überhaupt. Im letzten ist sogar ein Patient dort angereist und hat im Kongress mit teilgenommen. Und da sehen wir Menschen aus 25 Nationen oder mehr teilweise, 700, 800 Chiropraktoren, die genauso denken wie ich. Und das ist auch als etwas Besonderes, was man sich da in der Form auch unterstützt, auch sich selber begleitet, sich auch bereichert. Und da entstehen natürlich Freundschaften schon seit vielen Jahren, dass ich Menschen auf der ganzen Welt empfehlen kann. Und wenn es aber Bereiche gibt, ich kriege auch Anrufe aus dem Urlaub, irgendwie sitze gerade in Italien, dort hast du jemanden. Und da gibt es eine schöne Seite, die heißt Calorie Alliance. Die kannst du ja dann vielleicht verlinken. Die können wir verlinken auf uns. Und auf der Seite kannst du dann gute Chiropraktoren finden, die wirklich sich irgendwo auch behauptet haben, vitalistisch zu arbeiten und diesen Weg zu gehen. Und dann findet man dann naheliegend dort Patienten, Praxen. Und in Österreich ist auch ein anderes Thema, ist, dass Chiropraktik jetzt nicht so im Bereich der Medizin vertreten. Aber auch da gibt es Ansprechpartner, die dann manchmal auch unter anderen Bezeichnungen wunderbare Arbeit leisten. Und wenn wir jetzt vielleicht noch aufs Thema Preis kommen, weil die Leute werden natürlich auch sagen, ja okay, aber was kostet denn das? Zahlt das die Kasse? Muss ich das privat zahlen? Was habe ich da für einen Aufwand? Das ist unterschiedlich. Wir haben auch Ärzte in dem Bereich der Chiropraktik, die rein ausschließlich nur als Chiropraktor arbeiten und die natürlich in der Medikasse dann abrechnen können. Meistens sind die aber auch eher im privaten Sektor unterwegs, das heißt für Privatversicherte. So ähnlich ist es bei mir auch. Ich bin, nachdem ich meine Physiotherapieausbildung gemacht habe, habe ich kein Arztstudium mehr gemacht, sondern ich habe den Heilpraktiker gemacht. Und bei den Heilpraktiker werden die meisten privaten Versicherungen decken den Heilpraktiker ab. Das heißt, da können die Kosten über die Versicherung abgedeckt werden. Aber für das Großteil der Patienten, den ich bei uns sehe, die sind nicht privat versichert, die sind kassenversichert. Und denen haben wir dann ganz gezielt ja Angebote. Angebote, wo sie wirklich dann auch in den Bereich dann zu einer Gesundheit kommen. Das heißt, dieses Fundament bilden können, worauf sie dann wirklich ihre Wünsche aufbauen können. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen Dinge erstmal vorbereiten, damit wir Ziele haben. Wenn jemand herkommt und sagt, ich möchte das und das Problem gelöst haben, sage ich, Moment, wir müssen das noch vorbereiten, dass es überhaupt der Körper in der Lage ist, das zu machen. Und das dauert einen gewissen Prozess. In der Natur braucht alles einen Prozess. Da können wir mit der Natur nicht verhandeln. Der eine geht schneller, der andere langsamer. Bei Kindern sehe ich, die gehen sehr schnell steil. Bei Erwachsenen, da haben wir genauso Heilung, auch bei ganz alten Menschen genauso Heilung. Es braucht etwas langsamer. Wir müssen uns da etwas mehr Zeit nehmen und die Strukturen, wie ich es vorhin gesagt habe, alles im zeitlichen Rahmen, bis wie jeden richtig ist, ohne was zu erzwingen. Und für die haben wir Angebote. Das sind, wo die bei uns jetzt vom Preis der Justierung sich im Bereich zwischen 45 und 50 Euro liegen. Das ist machbar. Wir haben auch Familienangebote, das heißt, wo wir etwas größere Angebote für Familien zur Verfügung stellen können, weil wir so viele Familien sehen, wollen wir es denen natürlich möglichst leicht machen, dass sie zu uns kommen. Und der Zeitaufwand jetzt, wenn er das dann Termin oder bei dir, wie lang ist er dann ungefähr da, bis er wieder aus der Praxis geht? Also es kommt auch an. Wir haben natürlich den ersten Termin, das ist für eine halbe, dreiviertel Stunde, wo wir die Aufklärung machen. Ja? Das ist noch keine Justierung, das ist in der Gruppe zusammen, wo jeder, das ist für mich eine Patientenorientierung, wo er weiß, wo steht er, wo möchte ich hin, ist es was für mich, spricht mich das an. Und dann machen wir einen Termin aus, wo ich dann einen Anamnesebogen bringe. Der Anamnesebogen spiegelt ihn auch, der sieht, wo ich herkomme. Es gibt für mich einen roten Faden. Und dann werde ich dann eine Analyse machen von dem, wo ich ihn sehe, welcher Funktion hat er, wo steht er eigentlich wirklich. Wir machen Bilder von den Patienten, dass wir ihm wirklich zeigen können, wo stehst du eigentlich gerade. Und dann lasse ich ihn das fühlen, auch anhand der Sinnesorgane.
Was riechst du? Wie orientierst du dich im Raum? Wie sind deine Reflexe? Das ist manchmal ganz spannend für Menschen, sich dazu plötzlich erkennen, sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass ich diese Dysfunktion habe oder dass das anders ist wie normal. Und dann kommt dann das der zweite Mal, wenn Sie zu uns in die Praxis kommen, wir machen einen Plan. Der Plan sieht oft so aus, dass wir die Patienten zweimal die Woche sehen über einen Zeitraum von ungefähr 3 Monaten. Warum zweimal die Woche über 3 Monate? Was wir hier machen, ist neurologisches Training. Das ist Neurogenese, wieder aufbauen, Nervensystem wieder connecten, dass der Körper Zeit bekommt zum Heilen. Wenig, mit einer Intention zum Heilen. Und auch nur diese 90 Tage, weil wir, das was wir machen, ist Heilung auf zellulärer Ebene. Wir können überall heilen. Der Körper kann überall heilen, wo er den Zugang wieder findet. Und auf zellulärer Ebene ist es wichtig, weil der Körper ist ja nicht, wir können nichts erhalten. Der Körper ist immer am Sterben, wird er wieder geboren werden. Jede Zelle stirbt, baut sich wieder auf, stirbt und baut sich wieder auf. Wenn der Zugang wieder da ist, dann darf die Struktur sich wieder aufbauen. Und wir halten das praktisch am Köcheln. Das ist wie so eine kleine Flamme, die wir darunter halten. Wir halten es am Köcheln, dass es wieder heilen darf. Und immer wieder eine kleine Erinnerung bekommt, wo es ist, dass du nicht wieder in dein neurologisches Muster wieder zurück kannst, was oft von emotionalen, physischen oder chemischen Komponenten abhängig ist, das heißt Stress, wo wir uns nicht mehr anpassen können, dass du irgendwann lernst, dich dem mehr und mehr anzupassen. Das heißt, der Ursache immer näher dann entgegenkommst oder wieder hineinkommst und mit dem Körper erlauben, wieder zu heilen, sich aufzurichten. Und nach diesen 90 Jahren, diese Zeit, diese zelluläre Heilung ist zwischen 60 und 120 Tagen, ist so, sagen wir so 90% abgedeckt. Manche Strukturen brauchen bis zu 7 Jahre, bis wir einmal runter 90 sind. Aber das ist so ein Bereich, wo wir sehr viel erreichen. Und dann ändert sich der Rhythmus danach. Und der Rhythmus danach ist dann einmal die Woche, dann immer zweimal die Woche. Und dann sind die Menschen irgendwann vielleicht alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, alle 4 Wochen bei uns, um deinen Status quo zu halten und nicht nur zu halten, wie ich vorhin gesagt habe, du kannst nichts erhalten. Wir sterben immer weiter und wir müssen wieder aufbauen. Und diesen Aufbau, den möchte ich einfach umso besser machen. Dass viele Menschen bleiben nachher dann bei uns und sind dann erleben selbst in dieser Zeit, wo sie nachher bei uns sind, hey, ich werde jedes Jahr immer gesünder. Und ich werde immer weiter motiviert, was zu machen. Entgiftung, Meditation, ich gehe mehr in die Bewegung hinein. Ich habe den Sport, den ich jetzt aufbaue. Ich gehe wieder wandern. Ich habe wieder Skifahren angefangen. Oder. Und das sind so unterschiedliche Bereiche. Und nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, wie lange Sie jeweils hier sind. Also das erste Mal hier sind ungefähr eine halbe Stunde, das zweite Mal eine Viertelstunde. Und dann ist es ganz abhängig davon, was Sie, welche Zeit Sie brauchen. 2 Minuten? 20 Minuten? Ich habe keine Ahnung. Weil jeder entwickelt sich von ganz allein. Und jeder geht, wenn er hier geht, wenn er für mich vom Nervensystem komplett connected ist und die Therapie beginnt, wenn er rausgeht und bis er wieder zu uns reinkommt und sich wieder die Liege auflegt. Ja, super spannend. War sicher für viele Leute jetzt eine ganz interessante Ausführung, weil den meisten geht es so wie mir, die noch nie da waren oder noch nie in so einer Praxis waren, die stellen sich einfach ganz anders vor. Und ich finde, dass wir das jetzt einmal sicher gut transportiert haben und gut erklärt haben. Danke für die Gelegenheit, die du mir gegeben hast. Ja, gerne. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn ja, dann zeige es, indem du Ikuda Herzen abonnierst, likest, teilst und mir einen Kommentar hinterlässt, denn dein Feedback ist mir wichtig. Besuche auch meine Webseite unter www.mario-hintermeier.com, um noch mehr wertvolle Inhalte zu entdecken. Dort findest du auch alle Links zu meinen Social Media Kanälen. Denke daran, deinen Herzen zu folgen und deine Träume zu leben.